Hi, ich grüße euch aus Berlin. Burn & Bricks ist wieder da. Ich habe wieder meine großen Kiste gekramt. Ich hatte ja schon mal zwei Videos zu dem Thema gemacht. Einmal die Planet Ice, die Odyssey Station und von Spirius, diesen Roboter, wo hinten so ein Flugzeug rauskam. Diese große Kiste, die ich mal bei einer Wohnungsauflösung gefunden habe, sortiert habe und dann mit Hilfe von Rebrickable einige Sets identifiziert habe. So, richtiges schweres Wort. Wir sind diesmal im Bereich Transcreen unterwegs. Der Kenner wird gleich sagen, kenne ich doch. Ja, wartet, ja. Ein weiterer Hinweis. Ja. Oh. Und Auflösung. Auflösung sagt er. Da sieht man es. Space Police. Ja, ich habe leider die Lampe von meiner Softbox verdeppert und seitdem ist mit dem Licht ein bisschen blöd. Ich bin jetzt auch am Rum experimentieren mit meiner Kameraeinstellung, aber mal gucken. Kriegen wir schon hin. Wir waren beim Lego. Set 6897, der Rebel Hunter. 146 Teile laut Rebrickable. Den Preis? Na komm, Baby. Ja, zeig dich. Habe ich noch nicht rausbekommen. Von diesen alten Sets findet man immer noch Preise im Dollarbereich. Also, keine Ahnung, ich schau mal bei Rebrickable. Das Jahr 92, ja, da hatten wir noch D-Mark. Die gute alte D-Mark, wisst ihr noch früher? Als man noch. Egal, das ist eine andere Geschichte. Ja, die Anleitung hier ist geklebt. Sie ist auch gelocht. Ist egal, können wir trotzdem erkennen. Das ist eine Lego-Anleitung, ich glaube, das sollten wir hinkriegen. Wir haben 16 Bauschritte. Wobei bei 16 ist es dann schon fertig. Space Police 15. Ja, hier ist noch ohne Anzeige, welche Teile verbaut werden. Hier wird bloß zwischendurch kurz gezeigt, wie man etwas baut, wenn es etwas spezieller ist. Ansonsten heißt es, finde den Unterschied. Cool. Also ich denke mal, ich werde dieses Set. Ich habe noch einmal diesen Transcreen Space Police Teil hier. Denke mal, dieses Teil hier zweimal, also diesen Flieger zweimal habe. Minifiguren haben wir auch zwei. Oh, eine davon ist eine Blacktron-Figur. Ah, ich verstehe, Rebel Hunter. Der Rebellenjäger. Wäre der Rebellenjäger dann nicht bei Star Wars das Imperium und Blacktron die Guten? Bei Lego damals waren scheinbar die Rebellen die Bösen. Gut. Da, das kommt auch noch auf uns zu. Blacktron, was freue ich mich. Gut, dann werde ich jetzt mal meine große Box nehmen, mit Hilfe von Rebrickable die 146 Teile zusammensuchen. Bau wieder ein bisschen, ich zeige es euch. Ich denke mal 146 Teile, das wird nicht lange dauern. Vielleicht mache ich einen Zwischenschritt oder ich baue es gleich zusammen. Mal gucken, vielleicht finde ich auch, weil ich bin etwas verwirrt, weil ich habe dieses Transcreen-Teil hier, ich habe es nochmal in drei Ausführungen, also immer die gleiche, aber laut Rebrickable gibt es dieses Teil nur in einem Set. Bla bla bla. Hier steht, genau, angeblich kostet dieses Teil 21,72 bei Brickole bzw. Bricklink, was nicht stimmt. Also die Preise, die sie da mal aufrufen oder hier stehen, kann ich nachvollziehen, die stimmen nicht. Also sind immer bedeutend günstiger. Wenn man dieses Set hier bei eBay kauft, bezahlt man zwischen, wenn man einen Schnapp macht, 25 Euro habe ich gesehen, und wenn man ein bisschen mehr ausgeben will, je nachdem wie der Zustand der Anleitung ist, ob man noch die Originalverpackung, kann es auch bis 50 Euro gehen, aber dann ist aber auch schon Grenze, also teurer habe ich nie gesehen. Genau, hier steht, dass es nur in einem Set dabei ist, aber und zwar in diesem, haben tue ich aber drei, und von diesen Teilen, die auch ebenfalls in diesem Set sein soll, habe ich auch nur zwei, das heißt einer ist über. Jetzt weiß ich nicht, ob Rebrickable spinnt. Oder ich ein Set hier drin habe, was ich noch nicht kenne. Ich weiß es nicht. Ich baue, wir schauen, ich zeige es euch. Zu Ende sortiert. Es war etwas komischer als bei den letzten beiden Sets, weil ich habe ja zum Anfang gesagt, dass es zwei Sets werden. Also das Set Nummer 1. Und das hier ist dann praktisch die Teile für zwei. Aber mir fehlen hier sechs Teile.
Was ungewöhnlich viel ist, weil bei der Eisstation fehlte mir ein Teil und beim Roboter fehlte mir gar kein Teil. Deswegen bin ich etwas irritiert. Und auch gleich dreimal zum Beispiel so eine 12er Achse fehlt hier. Und zwei Teile musste ich bestellen, weil eins war zerbrochen hier. Bei diesem Teil hier zum Beispiel. War unten ist abgebrochen und bei einer dieser roten Antenne war hier unten die Startaufnahme zerkaut. Wer macht denn sowas? Jetzt bin ich hin und her gerissen, weil in einer anderen Kiste beim Sortieren gucken, pipapo. Sekunde, ich muss mal zu den hinteren 20 Quadratmetern meines Büros. Ah, da bin ich schon wieder. Ja, das Set nochmal aufgetaucht ist. Also, fassen wir zusammen, stehen hier drei Sets. Dreimal die 6897 der Rebel Hunter. Verrückt. So, das heißt, ich könnte es, wenn die Teile da wären, dreimal aufbauen und wir könnten hier richtig so eine Space Police Armada aufbauen. Die Berliner Polizei wäre stolz. Die teilt sich übrigens ihren Polizeihubschrauber mit Brandenburg. Was wollte ich sagen? Ja, jetzt bin ich jetzt schon überlegen. Diese sortierte Tüte hier packe ich sie einfach in die Kramkiste, packe ich sie so weg, gebe ich dir irgendein weinendes Kind in die Hand, ohne Bauanleitung natürlich, wir wollen ja auch unseren Spaß. Oder hole ich mir bei Bricklink die fehlenden bzw. kaputten 8 Teile. Da bin ich bei, gibt es diese Funktion, Zauberstift, alle bei einem kaufen, bin ich bei, mit Versand glaube ich, um 7, 8 Euro. 7 oder 6. Ich schaue nochmal, es ändert sich ja. Ja, was soll ich machen? Eigentlich wäre es ja egal, aber eigentlich bin ich auch so ein kleiner Vollständigkeitsmonk. Und würde schon das cool finden, wenn es zusammen ist. Ich hatte auch ganz kurz die Idee, dass vielleicht es ein anderes Set ist und ich nur zufälligerweise so viele gemeinsame Teile habe. Aber aus der Space Police Serie gibt es noch zwei andere Sets, so ein Riesenflieger. Da sind aber wieder Teile drin, die ich definitiv nicht habe. Da gibt es noch so ein mit großen Reifen, so ein Gefährt, Dingsbumsens, da fehlen mir aber auch Teile und allein die Anzahl der großen Räder habe ich nicht. Ja, also werde ich das hier erstmal zur Seite packen und das eine Set aufbauen. Warte, ich gehe nochmal zur hinteren Halle. Oh. Da ist er wieder. Und dieses Set hier einfach so, ich glaube, das habe ich bei eBay mal gekauft. Ah, ist das schlimm, wenn man alt wird. Irgendwo ist es her. Egal, ich lasse es. Ich habe jetzt das hier zusammengesucht. Ich baue jetzt 146 Teile. Ja, vielleicht mache ich mal so einen kleinen Zwischenschritt und zeige euch was und dann präsentiere ich und dann machen wir ein bisschen Review. Gut, dann baue ich mal. Ich habe Lust, ne? Space Police. Hatte ich früher nicht. Das war 92. Da war ich 15. Nein, da war die Nummer mit Lego durch. Jetzt ist es wieder da. Okay, dann baue ich mal. Bis gleich. Bei den paar Teilen dachte ich mir, kann ich euch gleich nochmal dazu holen, damit ihr mal einen kurzen Überblick habt über die Sachen, die ich hier verbauen werde. Und ich habe auch gerade entdeckt beim Ausbreiten, Schningschnang, keine Ahnung, das sieht aus wie mal raufgetreten. Es ist schief. Also noch ein Teil, werde ich mir mal gleich aus der anderen Tüte hier einen rausholen. Zack, sind es wieder 4 und der kommt in den Müll. Ansonsten, ich glaube hier, das ist das... Heutzutage würde man zum Formteil sagen. Ansonsten ist hier nicht überraschend. Ich glaube, wir haben ein bedrucktes. Zwei. Hier noch der Pfeil. Ansonsten. Nein, halt. Ich habe es gesehen. Hier. Genau. Also drei bedruckte Teile. Und natürlich die Figuren der Oberkörper. Gut, dann baue ich jetzt mal. Ach so. Die Anleitung, ne? Dann nochmal zeigen hier, 1992. Hast du aufgemacht und hast gleich hier los angefangen. Dann hast du hier ackert und auf der letzten Seite warst du fertig. Schluss. Oh, da ist ein Teil runtergefallen. Geil, ein graues Teil und ich habe einen grauen Fußboden. Das dauert doch wieder. Gut, ich werde mir jetzt den Teil aufheben, ein bisschen bauen und dann zeige ich euch was. Bis gleich. Bauschritt 9. Ist nicht wirklich spektakulär. Passt alles. Ist Lego auch nach, warte mal, 92, nach 29 Jahren immer noch alles gut.
Ihr hört es vielleicht ein bisschen, ich halte mal das Mikrofon. Es knirscht etwas beim Zusammenmachen, aber ansonsten keine Probleme. Das hier ist sehr interessant gebaut. Da baut man erst so eine Stelle mit so ein Zweierbricks, die so eine Gelenke dran haben, die man hier so ineinander steckt. Warte mal, ich guck mal, habe ich hier so eins? Habe ich hier so eins? Ich kann euch das zeigen. Kann er? Kann er? Ja, genau, die hier. Sekunde. Altes Lego geht schwer aus einer Ecke hier. Hier dieses Gelenk haben. Daraus baut man praktisch diesen Rahmen, der danach sich aber nicht mehr bewegen lässt. Also hier, der ist jetzt stabil. Ich denke mal, wird noch überbaut. Keine Ahnung, ist interessant. Auch Lego hat mal komische Bautechniken oder interessante Bautechniken gehabt. Gut, ich gehe jetzt glaube ich weg, aber durchziehen und dann... Achso, ich vergesse mal die Hälfte. Ah, schwerer Arbeitstag heute. Habt ihr die Gefängnis gebaut? Ja, ich habe ein Gefängnis gebaut hier. Space Police. Und da wird dann unser armer Blacktron Rebel drinne eingesperrt. Zack, wieder zu. Ich baue weiter. Der Rebel Hunter ist fertig. Also wenn ich bummle 20 Minuten, Viertelstunde länger dauert es nicht aufzubauen, das ist ja ganz einfach. Zu meinem vorherigen Take muss ich sagen, da ich Quatsch gelabert. Aber zu meiner Entschuldigung muss ich auch sagen, ich habe das Set erst heute kennengelernt. Ich erzählte doch hier von dieser Bautechnik. Gut, wenn man diese beiden Plates hier wieder zur Seite setzt und richtig setzt, dann ergibt es doch Sinn. Und zwar kann man, ich zeige euch das mal, das ist eine Spielfunktion. Das ist nicht verrücktes von Lego, sondern man kann hier, wenn man hier ein bisschen so ausklickt, kann man das hier rein und rausschieben. Wozu? Ist das eine Mundharmonika? Eine Ziehharmonika? Oder ist das ein, bewegt er sich sofort? Nein! Folgendes. Wir haben hier unser interstellares Gefängniszellen Dings und Bumsens gebaut. Das machen wir mal auf. Dann holen wir uns mal den Bösen. Das ist übrigens die eine Minifigur. Klassiker, Blacktron. Ich liebe diese Figuren. Für diese Trans-Neon hier war absolut meine Lieblingsfarbe. Also ich bin ein großer Blacktron-Fan. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht verhaftet. Und hier der Space Sheriff, Space Marshal, Chief Deputy. Da ist er. Frank Mondmann hat jetzt unseren bösen Blacktron Rebel Norbert Schwarzarm gefangen und steckt ihn jetzt hier in diese Knastzelle. So, klapp, klapp, rein damit der Bruder. So, jetzt liegt er hier etwas unpraktisch und jetzt kommt praktisch der Space Hunter. Fliegt so ein bisschen rüber, fliegt so ein bisschen rüber, da muss man so ein bisschen jonglieren. So, und jetzt klappt man die Dinger rein. Hier an der Seite von der Zelle sind Öffnungen. Und da gehen diese von den Gelenken, diese Knubbel gehen da rein. Knubbel, ist das ein schönes Wort. Und dann. Oh, Moment, 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 wir haben ja gar keinen Piloten drin. Ha! Ja, jetzt wisst ihr ungefähr, wie ich im Straßenverkehr bin. Ist das da hinten mein Auto? So, hier zu. Zugemacht und jetzt. Wenn er ganz mies drauf ist, dann fliegt er so und macht so während des Flugs. Macht so während des Flugs. Yeah! Kann er gleich über den Gefängnisplaneten abwerfen. Ja, vielleicht ist es Riddick. Kennt ihr Riddick hier? Oh, da gab es auch drei Filme. Der erste war noch ziemlich cool, der zweite war echt schräg und der dritte war verrückt. Riddick, Vin Diesel. Ja, cool. Coole Spielfunktion. Ich bin begeistert. Das ist ja wirklich scharf. Also großartig. Ich drehe ihn hier nochmal ein bisschen. Wie gesagt, er sieht sehr spartanisch aus. Er hat die Flugkanzel, Kapsel, Cockpit. Denk mal, das rote hier vorne, die Antennen sind angedeutete Laser. Das hier Triebwerke und das hier hinten, also wenn das hinten Triebwerke sind, dann würde ich sagen, eher so fortbewegen. Gut, dann würde ich jetzt Spaß beiseite. So, dann würde ich euch jetzt nochmal in die Totale holen, damit wir uns nochmal in die Augen schauen können. Ich nochmal mein Fazit zu diesem Set geben kann. Ich will mal schon spoilern, das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich cool. Einfach, simpel, aber Spaß. So, warte, ich stelle um und dann
verabschieden wir uns nochmal gemeinsam. Kurzweiliges Abenteuer. Die Spielfunktion habe ich euch gezeigt. Zwei Figuren. 68-97, der Rebel Hunter. Ich habe übrigens beschlossen, während des Bauens, weil das ja wirklich ein cooles Set ist, miep, 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 die fehlenden Teile von dem zweiten, nee, dritten Set auch zu bestellen und den auch noch aufzubauen. Der hat es einfach verdient, vollständig als Set zu existieren. War Lego früher besser? Jeder, der 1992, 93 mit diesem Set gespielt hat, als er Kind war, würde sagen, beste Lego aller Zeiten. Es war das Schönste. Klar, wenn man als Kind mit dem Spielzeug, was man spielt, findet man super toll. Ich weiß zum Beispiel noch, als ich dann etwas größer wurde, Geld bekommen habe, habe ich auch angefangen, mir bei eBay mein Spielzeug zu kaufen, was ich früher als Kind hatte. Ich bin ja, wie gesagt, ein Kind des Ostens und wir hatten immer diese, ja, ferngesteuert wäre das falsche Wort, Autos, die über so eine Lenksteuerung, Kabelsteuerung konnte man, da gab es vorwärts, rückwärts, eine Hupe und so ein, so ein Drehrad, womit man so über Mechanik, also nicht mit Funk oder so, die Reifen verstellen konnte. Hab mir auch ein, zwei gekauft, weil ich damit als Kind ewig gespielt habe. Waren die besser? Nein. Ich habe sie auch dann danach, nach einem halben Jahr, nachdem ich sie besessen habe, auch alle wieder verkauft. Und so wird es wahrscheinlich auch mit diesem Lego sein. Also, es ist ein cooles Set, aber heute gibt es auch coole Sets. Preise klammern wir aus. Also, das ist Geschmackssache, ne? Muss man wollen oder nicht? $39 habe ich gefunden. 39 oder 29? Ich gucke, ich schreibe es in die Videobeschreibung, dass ich dann nochmal den Dollarpreis habe. Hab vorhin nochmal nachgeguckt bei eBay. Also, wenn es wirklich 20 Euro. Alles, was drüber ist, ist dann halt mit Bauanleitung oder halt mit Originalverpackung. Aber ey, wer braucht einen alten Karton? Keiner, oder? Also, es ist ein tolles Set. Es macht Spaß. Es hat Spaß gemacht zu bauen, auch wenn es schon so alt ist. Die Spielfunktion finde ich einfach super. Ist ja die einzige Spielfunktion. Na gut, man kann das Cockpit noch auf und zu machen, ne? Böse Zungen behaupten ja, bei Technik wäre das eine Funktion. Großartig. Ja, das war's. Kurzweiliges Abenteuer. Ich werde jetzt noch ein bisschen Rebellen fangen und sie einsperren. Da gehören sie hin, ne? Wir brauchen Frieden in der Galaxis. Frieden. Also, bis zum nächsten Mal. Achso, tschickabim, tschickabim. Denkt daran, bis heute Abend 0 Uhr geht noch die Verlosung vom Kader Masters Telehändler. Einfach in die Kommentare schreiben, liebe Grüße aus. Und dann kommt ihr in so einen Pott. Ich werde mir alle Namen ausdrucken, werde ihnen kleine Schnipsel machen und mein Sohn, die alte Glückselfe, wird dann aus dem großen Sack einen Namen ziehen und dann kriegt ihr diesen Telehändler, Handler, Teleskop, Handel, Kader, Master, supergeiles Set zugeschickt. Ich muss es dann bloß noch ein bisschen auseinandernehmen und dann wird es verschickt. Also, Link ist hier irgendwo gewesen und dann einfach ein Video angucken und unten in den Kommentaren entsprechend kommentieren. Jetzt aber. Tschüss, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, sagen auch nur alte Menschen, oder? Macht was Cooles.